Was ist WLAN Mesh und brauche ich es? Das erklärt jetzt dieses Video. Vorneweg gleich mal, WLAN Mesh ist eine Bündelung verschiedener Technologien der letzten Jahre und zusammen ergeben die eben das, was man landläufig als Mesh bezeichnet. Um jetzt WLAN Mesh zu erklären und die Frage zu beantworten, ob man das für sich selbst braucht, habe ich einfach mal ein Haus eingezeichnet mit drei verschiedenen Access Points. Der unterste könnten wir uns mal vorstellen, der ist zum Beispiel der Chef dieses ganzen Netzwerks, also verteilt über DHCP die IPs, bei dem würde auch Internet reinkommen, von der Telekom zum Beispiel oder vom Kabelanbieter. Der wiederum ist mit der Fritzbox im ersten Stock verbunden über eine Kabelverbindung. Im Dachgeschoss ist leider kein Kabel gelegt, also muss ich mir da was anderes ausdenken und verbinde die Box da oben einfach per WLAN zu der anderen Box, also zu der Box, die am nächsten dran ist, logischerweise, und das beste WLAN zur Verfügung stellt. Jetzt habe ich neben den Boxen zwei WLAN-Symbole hingemalt. Das kommt deshalb, weil ich im WLAN N und WLAN AC sende. Das heißt, ich habe zwei SSIDs, die ausgestrahlt werden. Oder vielleicht auch nur eine. Das ist jetzt ein bisschen genau die Frage, wie wir das handhaben wollen. Ich habe jetzt einfach mal hier eine Person eingezeichnet, die ganz oben im Dachgeschoss ihr Zimmer hat. Logischerweise sollte die natürlich zu der Fritzbox, die auch im Dachgeschoss steht, verbunden sein mit ihrem Smartphone oder ihrem Tablet. Da stellt uns aber schon die erste Frage, verbindet die sich mit WLAN AC oder WLAN N? WLAN AC ist das Gigabit WLAN sozusagen, wird damit geworben zumindest, und WLAN N ist der alte Standard, der aber auf die Entfernung bessere Datenraten erzielt. Das heißt, es kommt immer ein bisschen drauf an, was für mich gerade die bessere Entscheidung ist. Es kann auch sein, dass man gar keinen WLAN AC empfängt, aber immer noch was vom WLAN N abbekommt. Habe ich jetzt kein Mesh im Einsatz, müsste ich das quasi selber entscheiden. Ich würde also in der Fritzbox zwei verschiedene SSIDs konfigurieren, würde die eine nennen WLAN AC und die andere würde ich, was weiß ich, WLAN N nennen und müsste dann auf dem Endgerät, auf dem Smartphone, mich immer manuell zu dem WLAN verbinden, das gerade für mich die bessere Verbindung bereitstellt. Das nächste Problem passiert dann, wenn wir die Dame einmal durchs Haus laufen lassen. Sie hat jetzt einmal komplett das Haus durchquert, ist an verschiedenen Access Points vorbeigekommen und natürlich hat sich die Verbindungsqualität zu der Box, in der sie ursprünglich angemeldet war, nämlich ganz oben in der, hat die sich verändert. Wenn ich jetzt kein WLAN-Mesh im Einsatz habe und wir nehmen einfach mal an, die obere Box, die strahlt noch so ein bisschen ins ganze Haus aus, halt relativ schlecht, also wenn sie jetzt unten rechts steht, hat sie ja eine furchtbar schlechte Verbindung oder auch eine, die vielleicht abbricht, zu der Box da oben. Aber solange die nicht abbricht, bleibt die mit der Box oben verbunden und verbindet sich nicht in eine der anderen Boxen. Jetzt könnte ich also hergehen und sagen, naja, ich gebe jeder Box eine andere SSID, also einen anderen Namen des WLANs und kann dann manuell am Endgerät entscheiden, mit welchem ich mich verbinde. Ja, kann man machen, ist aber, wenn man drei Stück hat und durch die Wohnung läuft und vielleicht noch WLAN AC und WLAN N unterscheiden möchte, der absolute Clusterfuck. Das ist also nicht praktikabel, das in der Konstellation so zu tun. Da hat man nämlich am Ende sechs SSIDs und müsste sich permanent, wenn man durchs Haus läuft, manuell entscheiden, in welchem man sich verbindet. Jetzt gibt es ein paar Technologien, die das Ganze lösen. Das eine ist Band Steering, das hat AVM schön integriert, und zwar wird automatisch dann entschieden, in welches Band ich mich verbinde, also ob ich WLAN AC nutze oder halt WLAN N. WLAN AC und WLAN N ist übrigens nicht gleichzusetzen mit 5 GHz und 2,4 GHz. Es gibt auch WLAN A noch zum Beispiel, das da ein bisschen dazwischen liegt. Das heißt, wir haben jetzt also da schon mal unser erstes Problem gelöst. Aber was passiert denn bei so einem Wechsel ins andere Band? Ja, ohne WLAN Mesh gibt es einen Verbindungsabbruch und dann wird ins nächste Band gewechselt. Oder wenn man es manuell macht, dann hat man immer einen Verbindungsabbruch. Genau davor bewahrt uns jetzt WLAN Mesh. Es gibt diese Roaming-Technologie. Diese Roaming-Technik, die greift sowohl, wenn wir das Band wechseln, als auch, wenn wir die Fritzbox wechseln, also den Access Point wechseln. Wenn wir jetzt also nochmal die Dame im Haus rumlaufen lassen, dann würde die permanent quasi zwischen den Boxen und zwischen den Bändern hin und her springen, ganz dynamisch, würde das Smartphone das wechseln oder der Laptop, je nachdem, was sie halt rumträgt, und man müsste manuell überhaupt nicht eingreifen. Der nächste Vorteil ist halt dieses Roaming. Es passiert auch kein Verbindungsabbruch. Das heißt, wenn ich also gleichzeitig jetzt durchs Haus laufe und mit WhatsApp zum Beispiel telefoniere, wo ich eine permanente Internetverbindung brauche, sollte im Idealfall keine Verbindung abbrechen. Man wechselt dynamisch zwischen den Bändern und zwischen den Fritzboxen hin und her, läuft durchs Haus und kann eigentlich die ganze Zeit telefonieren.
Der nächste Clou ist, man hat natürlich dann in der Konstellation auch nur eine SSID. Also diese 6 WLAN-Punkte, die ich jetzt hier aufgemalt habe, die haben am Ende eine einzige SSID, die sie ausstrahlen. Und alles andere passiert vollautomatisch im Hintergrund. Ja, hat WLAN Mesh dann irgendwelche Nachteile? Naja, der einzige Nachteil, den ich jetzt so benennen könnte, wäre die Interkompatibilität zwischen den Herstellern. Es gibt zwar einen Standard, der heißt Easy Mesh, mir ist aber noch kein Gerät bekannt, das den unterstützt. Im Gegenteil, die ganzen Sachen sind immer herstellerspezifisch. Es gibt auch ein Mesh von Ubiquiti, allerdings ist AVM in Deutschland so verbreitet, dass viele die Eingangsbox ohnehin schon von AVM haben. Also Eingangsbox meine ich jetzt die, die am Ende Internet macht, also Kabelbox oder ja eine DSL-Box. Da macht es halt einfach mehr Sinn, die ohnehin die AVM-Geräte dazu zu kaufen. Ich kenne auch nur AVM-Mesh, also das, was ich jetzt hier beschrieben habe, das bezieht sich alles auf die AVM-Technik, nicht auf die andere Hersteller. Ich habe jetzt schon mehrere WLAN-Meshs eingerichtet, auch mit verschiedenen Geräten von AVM, habe auch von AVM ein paar Pressegeräte bekommen. Insgesamt kann ich sagen, bin ich damit sehr zufrieden. Der Einrichtungsaufwand ist wirklich minimal. Dazu blende ich euch hier auch mal einen Link ein, was ihr dazu tun müsst. Da habe ich ein paar Videos zugemacht. Ansonsten löst das wirklich diese ganzen Probleme, die man bisher mit WLAN hatte, auf einen Schlag und ja, wenig Konfiguration und alles automatisiert im Hintergrund und man bekommt nichts mehr davon mit. Wenn ihr schon Erfahrung mit Mesh habt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn ihr auch Erfahrung mit anderen Herstellern habt, bitte auch in die Kommentare.